Er besitzt so viel Grundqualität, drei super Grundgangarten und dann hat er ein Herz, ein riesengroßes Herz, der wird alles versuchen. Der ist noch ein bisschen, Kraft muss noch mehr kommen, aber der hat dann dazu so viel Talent und so viel Wille, dass er das einfach auch so umsetzen kann, ohne Gerte mit 8 Jahren. Das ist schon sehr, sehr gut. Von daher glaube ich, dass er einer der besten Pferde ist, die ich je geritten habe. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, so ein Pferd unterm Hintern zu haben. Sonst ist ja, er ist ein ganz toller Kerl. Ich freue mich so auf die Zukunft mit ihm, weil er auch einfach alles hat für einen Grand Prix-Sport, das, was wir haben wollen. Man muss einfach nur Zeit geben. Deswegen finde ich das Louis d'Or einfach so toll, weil man auch so langsam auf die großen Turniere reiten kann, langsam in den Grand Prix-Sport reinwachsen kann. Das war ein komplettes Reitermissverständnis. Ich habe irgendwo gedacht, ich muss links. Und nicht, das war ganz so natürlich für mich, natürlich muss ich links. Und ja, wurde die Klinge nicht so, oh Gott, was ist das? Und ja, das zeigt dann, dass wir alle noch Menschen sind. Und obwohl ich so oft jetzt Viereck geritten habe, kann sowas auch noch passieren. Ich bin glücklich, dass Herr Kaspar Funke das durchgeführt hat. Und deswegen ja, habe ich das auch wirklich genossen, die letzten Tage hier zu sein. Und hoffentlich sind wir bald auf die andere Seite von dieser Krise und können wieder normal auf Turnier.